Hallo? Sie haben Wanzen installiert. Sie hören mit. Ich höre das leise Klicken in der Leitung. Ich glaube, es ist die Regierung. Der Kinocast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Ich begrüße in der Runde die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und den Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du gesagt hast, dass wir anfangen, Erik. Ich dachte, ich mache das mal ganz spontan. Ja, ich bin der Erik. Ich grüße euch alle und auch natürlich die Hörer. Und ich hoffe, euch geht's besser als mir, weil ich schleppe mich immer noch so durch die Reste einer Erkältung durch. Und Man kann dazu sagen, also ich war ja letzte Woche mit meinem Kleinen zu Hause, bei dem wurde Influenza Typ A diagnostiziert, weil die werden jetzt alle immer geprüft, die Grippefälle, ne? Wird eingeschickt ins Labor und so, ne? Und ich bin geimpft gegen Influenza, so. Es hat mir nichts gebracht. Ich ernähre mich, denke ich mal, relativ gesund, hat mir nichts gebracht und ich mache Sport, hat mir nichts gebracht. Also, wenn da so eine heftige Grippe im Anmarsch ist, vergesst einfach alles, was da irgendwo steht, glaube ich. Also, ich bin das beste Beispiel dafür. Jeder wird irgendwann mal krank, egal wie gut er sich ernährt, wie gut sein Immunsystem ist. Ich habe noch was vergessen. Ich habe auch alles, als ich mit dem Kleinen zu Hause war, habe ich alles immer Hände gewaschen, alles, ne? Und so jedes Mal Hände und alles desinfizieren. Und hat nichts gebracht. Das kotzt mich so an. Ja, aber darüber wollen wir nicht reden. Wir sind hier kein Gesundheitspodcast, sondern ein Kinofilm-, Fernsehserien-Podcast. Deswegen steigen wir doch gleich mal ein mit dem Sneak-Film der vergangenen Woche, den der Chris sich gegeben hat. Der heißt Jane Seberg. Jane Seberg. Eigentlich heißt er Seberg und auf Deutsch dann noch Against All Enemies. Ja. Okay. Lass das jetzt mal noch so kurz so stehen. Ich komme da wahrscheinlich nachher nochmal. Jean Seberg. Ja, eben nicht, weil. Nee, es ist Jean. Ich habe irgendwie das Poster, habe ich nämlich schon vorbereitet gehabt, wo ich gesehen habe, welchen Film du hattest. Da gab es von dem Filmstudio, gab es so Pressematerial, da habe ich dann unser Teaserbild vorbereitet. Da stand, glaube ich, das mit vorne mit drauf. Aber gut, geht mal los. Also, wir haben Mai 1968 und die Schauspielerin Jean Seberg kommt von Paris zurück nach Los Angeles, weil sie möchte vorsprechen für die Hauptrolle in dem Film Westwärts zieht der Wind. Ein Western-Musical, das es ja auch wirklich gegeben hat. Seberg, verkörpert von Kristen Stewart, ist bereits seit Jahren eine relativ bekannte Schauspielerin. 1957 in dem ersten Film kam es allerdings schon zu einem richtigen Drama, weil da die Frau mit ihrem markanten blonden Kurzhaarschnitt in der Rolle als Johanna von Orléans nicht nur körperliche Verbrennungen hinnehmen musste, sondern das hat auch noch ganz andere Narben hinterlassen. Jedenfalls im Flieger nach Los Angeles begegnet sie dem Black Power Aktivisten Hakeem Jamal. Der wird gespielt von Falcon Anthony Mackie. Ne? Ja. Kennen wir von The Falcon, dem neuen Captain. Und der erkennt sie und beeindruckt sie und schleicht sich auch so ein bisschen in ihr Unterbewusstsein ein. Und nach der Landung zeigt das Ganze dann auch schon seine erste Wirkung, weil Seberg zeigt klar Flagge. Sie stellt sich zu den Aktivisten von der Black Power Bewegung, wo auch eben der Hakeem Jamal dazugehört, stellt sich dazu in die erste Reihe und zeigt offen ihre Unterstützung. Wenn man sich das geschichtlich vor Augen führt, Ende der 1960er Jahren, die Unruhen, die da gerade herrschten, war das dann schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen von eben einer blonden, weißen Frau. Und ich betone das jetzt extra mal so. Gut, Interesse an sozialer Gerechtigkeit hatte sie auch schon immer und das an Hakeem Jamal steigt ebenso und so wird Seberg zu einer Unterstützerin des Weges der Black Power Aktivisten und dass diese Verbindung nicht nur eine, wo ich unterstütze euch, weil ich euch toll finde, sondern auch noch eine körperliche Komponente bekommt, spitzt die ganze Situation nämlich etwas zu, weil dadurch, dass sie diese Aktivisten unterstützt, ruft sie das FBI auf den Plan.
Dort kommt dann der etwas unerfahrene Agent Jack Solomon, den verkörpert Jack O'Connell. Der bekommt zusammen mit seinem erfahrenen Partner... Jack O'Connell? Ja. Ist nicht Jerry O'Connell. Ja, Jack O'Connell, okay. Und Jack Solomon heißt er im Film. Nicht Jerry Jack. O'Connell. Schade. Nee. Jack O'Connell. Und der bekommt zusammen mit seinem erfahrenen Partner Karl Kowalski, und das greife ich jetzt schon mal vorne weg, das war einer der Rollen, die ich sehr gut besetzt fand und auch sehr gut gespielt fand, nämlich Vince Vaughn. Die bekommt die Aufgabe, die Schauspielerin zu überwachen. Und ziemlich bald beginnt eine Schmutzkampagne gegen Seeberg, alles unter dem Mantel von Präsident Hoover und unter der Anweisung von Frank Elroy. Den spielt Colm Meaney. Woher kennen wir Colm Meaney? Ah, der Name sagt mir was, weil der ist so... ich komme jetzt nicht drauf, aber der... Wenn ich gebe dir ein Stichwort. Star Trek. Star Trek, die neuen, oder? Ja, guck einfach mal. Okay. Ziel hierbei ist allerdings klar, das Leben von Seeberg und Jamal zu zerstören. Ja? War das der Doktor? Erik? Der Doktor auf der Voyager oder so? Warte mal. Oder? Nee. Ach, der, ja. Jetzt, ja. Ja, genau. Ah, jetzt, ja. Jetzt genau. Also Ziel ist klar, Leben von Seeberg und Jamal zu zerstören und auch die jeweilige Ehe der beiden. Und da kommt jetzt auch noch ganz kurz die Frau von Jamal. Die wird nämlich gespielt von Zazie Beetz. Und auch da, diese Ehe geht mehr oder weniger zugrunde. Oder bildet sich Seeberg das alles nur ein? Hat sie Verfolgungswahn vielleicht? Ja, vielleicht hat sie auch Verfolgungswahn oder ist etwas paranoid. Vielleicht hat sie auch ein wenig Paranoia. Man muss gleich jetzt vorneweg auch nochmal sagen, oder das heißt vorneweg oder mitten rein vielmehr sagen, der Film basiert auf wahren Gegebenheiten. Startet allerdings relativ mit ganz vielen Annäherungen an das MCU, also an das Marvel Cinematic Universe, weil Jack O'Connell holt ganz zu Beginn ein Captain America Comic aus dem Mülleimer, was seine Frau weggeworfen hat. Dann kommt Falcon, also der neue Captain, Captain Anthony Mackie, und Zazie Beetz hat auch bei MCU schon mitgewirkt, nämlich als Domino in Deadpool 2. Also sind schon einige Verknüpfungen da. Und ja, der Film erzählt im Prinzip zwei Geschichten. Einmal das Leben von Seeberg auf der einen Seite und natürlich dann noch der Umgang mit ihr und noch das Vorgehen durch FBI-Agent Solomon auf der anderen Seite. Und gezeigt wird einfach auch der Einfluss der Schauspielerin auf das Land und gerade auch auf so konservative Familien wie die, in der Vince Vaughn das Familienoberhaupt ist. Da hat Vince Vaughn wirklich ein paar sehr, sehr starke Szenen, gerade so beim Abendessen mit der Familie, wo du auch denkst so, wow, alles klar. Und jetzt kommt das etwas Traurige an der Sache, weil damit steht er im Gegenteil zu Kristen Stewart, weil Kristen Stewart wirkt in eigentlich jeder Szene, in der es wirklich auf sie drauf ankommt und wo sie im Fokus steht, konsequent daneben. Das ist wie so ein Schlagzeuger, der konsequent einen Ticken zu spät den Beat macht oder alles. Anfangs wirkt das etwas irritierend, je länger der Film jedoch dauert, wird es echt anstrengend für den einfachen Zuschauer. Und dazu kommt noch, dass der Film quasi keinen Spannungsbogen besitzt. Also es gibt irgendwie keinen Moment, in dem der Film wirklich so Spannung erzeugen kann, dass man dran hockt und kurz so mal die Luft anhält oder denkt so, oh Gott, okay, oder oh krass, sondern es, ja, ich will nicht sagen, plätschert so dahin, aber es wirkt so ein bisschen wie ein liebloses Stückwerk. Anthony Mackie zeigt eine recht ordentliche Leistung, muss allerdings auch aufgrund der Leistung von Kristen Stewart nicht wirklich etwas Großes abrufen. Und Jack O'Connell, der liefert solide ab, aber auch ohne Ausreißer nach oben oder unten. Das heißt, Director Benedict Andrews schafft es in den 102 Minuten leider nicht, das Optimum aus dem eigentlich sehr ordentlichen Cast rauszuholen. Und wenn man dann jetzt noch, wie ich ja schon erwähnt habe, bedenkt, dass es dabei um eine Geschichte handelt, die auf wahren Begebenheiten beruht, da muss man, glaube ich, wirklich sagen, hier wäre oftmals etwas mehr möglich gewesen. Gerade auch, was die Tiefe der Charaktere abseits von Seeberg angeht. Was bleibt am Ende? Am Ende haben wir einen Film, der durch die Hauptdarstellerin nicht so getragen wird, wie es nötig gewesen wäre. Grausig, wie gesagt, der deutsche Titel mit Seeberg Against All Enemies. Oh. Also völlig überzogen. Da stelle ich mir, wenn ich das so lese, eigentlich mir was ganz, ganz anderes vor, weil Against All Enemies, wenn ich von der Schauspielerin ausgehe, die hat dann, ja, sie hat den
quasi das FBI, die Bundesbehörde gegen sich, okay, aber dann wahrscheinlich auch noch die Gesellschaft, aber davon kommt gar nichts, oder halt irgendwelche Fans, die neidisch sind, auch davon kommt gar nichts. Für mich überzieht der deutsche Titel deutlich und geht auch am Thema vorbei, und das jetzt wiederum passt ein wenig zur Leistung von Kristen Stewart. Ist gemein, ich weiß, aber hat mich echt nicht abgeholt. Gibt sicher schlechtere Nacherzählungen von wahren Geschichten, aber auch deutlich bessere. Ich komme am Ende raus mit 5 von 10 Punkten. Das ist ja noch gnädig. Das klang jetzt gerade nicht so. Ja, ich sag ja, es gibt auch noch weit schlechtere Nacherzählungen. Okay. Also, ist tatsächlich der Name, hatte mir schon was gesagt, aber eher aus dem französischen Kino. Weil ich glaube, die hat mal mit Jean-Paul Belmondo oder sowas, also die, also nicht Kirsten Stewart, sondern die. Die Seeberg, aber die sah irgendwie ganz anders aus. Und da bin ich. Ja, also Aussehen ist ja immer so eine Sache, wie man es wirklich trifft im Endeffekt auch. Ja, es, wie gesagt, wenn der Film wenigstens irgendwo einen Spannungsbogen gehabt hätte oder Kristen Stewart einfach mal auf den Punkt spielen würde, aber das war teils, ich fand es teils einfach nur, hä? Tja. Wenn man so im Kino hockt und denkt, aha, dann ist irgendwas, glaube ich, schiefgelaufen. Okay. Habt ihr denn jetzt beide Bock bekommen, den zu sehen? Unbedingt, unbedingt. Hatte ich noch nie. Ich bin eine offizielle Kristen Stewart-Gegnerin. Ich finde die Frau sowas von überbewertet. Die ist... Die hat doch dieselbe Frisur wie in dem Charlie's Angels-Film, oder? Da musst du genau, aber machen, die Charlie's sieht Angels immer gleich Film. Aus. Die Charlie's hat immer Angels-Film einen Gesichtsausdruck. Ja, das ist der weibliche Wind. Menschen, die sagen, quasi. Es war in Twilight gut. An Twilight war nichts gut. So. Oh, aber wir haben ja nachher noch eine Trailer-Diskussion, da kommt noch mehr rein. Grausig. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, kriegst Kotzen. Ja, also nein, brauche ich nicht angucken. Kein Interesse. Naja, dann ja, ich tue mir auch schwer mit einer Weiterempfehlung aussprechen. Ich wüsste nicht, wem ich das weiterempfehlen soll. So. Ich glaube, sehr Special Interest. Also ich weiß auch gar nicht. Also höchstens jemand, der sich wirklich mal mit der Geschichte da... Also da gab es ja dann wirklich auch eine FBI-Investigation da. Also, aber ja, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch diese ganze Story ist jetzt nicht so, dass man jetzt da unbedingt einen Film draus machen müsste, glaube ich. Aber naja, ist schon, das, das zeigt ja deine Nacherzählung, ja. Aber das Potenzial an sich, wenn man sich das überlegt, welche Sachen einfach damals schon eingesetzt wurden. Ich meine, dass es super Panne auffällig ist, dass immer der gleiche Lieferwagen irgendwo in der Nähe steht, wenn sie wo ist. Und die Scheiben so abgedunkelt sind, dass man rausgucken kann. Aber wenn man direkt davor steht und sich schminkt, nicht sieht, dass dahinter gerade eine Kamera mit Blitz bedient wird und zwei FBI-Leute hocken, also dann wird es schon ein bisschen schräg, finde ich. Mit Blitz? Okay. Ja. Ja, das sind ja eher so faktische Fehler. Ich meine jetzt eher so von der Erzählung her an sich. Aber ja. reizt einen ja auch gar nicht, wenn man das so liest. Ich weiß nicht, wer da ins Kino gehen würde. Das ist eher so ein Thema, weiß nicht, so Arthouse, der besondere Film oder sowas vielleicht. Ne? Ja, oder vielleicht der verzweifelte Versuch von ihr mal so, sich in die Richtung Nominierung für irgendwelche Preise zu spielen. Wer weiß. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn sie für die Leistung, ich habe auch nachgelesen, manche feiern sie für die Leistung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Also mich hat sie überhaupt nicht überzeugt und überhaupt nicht abgeholt. Na gut, dann schauen wir doch lieber mal, was morgen eventuell kommen könnte zur Jubiläums-Sneak-Preview. Ja, morgen haben wir ja 17.02., da haben wir 20 Jahre Metropol-Sneak. Was für ein Jubiläum, also seit 20 Jahren gibt es das. Mit der Eröffnung von Metropol hat die Sneak dort Einzug gehalten. Und der Tipp ist schlicht und ergreifend für die Sneak 1040 Millionär. Mhm. Ich wäre so gerne Millionär. Und? Kate, ist da schon was eingegangen? Ja, du hast getippt, Erik. Du hast den The Gentleman getippt. Das war's auch. Die Gentleman! Es gab dann noch eine Antwort von der Steff. Ist sehr wahrscheinlich, den hatten wir gerade in Reutlingen. Also, war da nicht noch irgendwas mit Thema OMU oder war das letzte Woche? War Seeberg, war das OMU? Nee. Aber ich glaube doch, Seeberg war, glaube ich, OMU. Hatte ich das falsch in Erinnerung?
Seeberg, doch, Seeberg war Omu. Auf Französisch? Seeberg war Omu. Ist doch ein französischer ja. Film. Nee, das ist nee? Kein Französisch, das ist nur am Anfang, ah, okay. Wo mal kurz Französisch gesprochen wird. Okay. Und ja, mehr hat bei Kristen Stewart's Französisch wohl nicht gereicht. Okay. Böse. Entschuldigung. Also, 20 Jahre Excusez-moi. Mit Sneak, leider ohne mich, weil das tue ich mir jetzt noch nicht an. Da, ja, dann haltet ihr die Fahne für mich hoch und lasst mich wissen, was da alles so passiert ist. Macht schön Fotos und so, dann freue ich mich zu Hause. Ärgern, dass du nicht da warst. Ja, das kann man nicht ändern, ist halt so. Kommen genügend andere Sneaks, wo ich dann wieder gehe. Oder ist ja auch vernünftig. Oder Gesundheit geht vor. Genau. Ich habe schon ein Heimkinoprogramm mit meinem Kleinen, weil der ist ja da, meine Frau ist nicht da, die ist auf einer Schulung. Und da wird es entweder Feuerwehrmann Sam, plötzlich Filmheld, oder Benjamin Blümchen, der Kinofilm. Nein, oh. Feuerwehrmann Sam. Das hast du nicht zu entscheiden. Aber mal gucken, ja. Mal gucken, was es wird. Ich werde nächste Woche dann in der Sendung berichten. Vielleicht wird es auch was ganz anderes. Aber wir hatten ja noch, als es mir noch besser ging, habe ich noch einen anderen Film geschaut. Chris auch, der jetzt neu erschienen ist. Und da ist uns eine Disc zur Verfügung gestellt worden, nämlich Gemini Man. Oder wie haben wir es genannt? Das doppelte Schmidtchen. Das doppelte Schmidtchen, ja. Weil ich nochmal ganz kurz erwähnen möchte, ich hatte ja vor ein paar Wochen, als ich in Wolfsburg war, die Wahl zwischen Gemini Man und hier dem deutschen Film. Das perfekte Geheimnis. Das perfekte Geheimnis. Und mir wurde gerne abgeraten von Gemini Man und jetzt bin ich ein bisschen stinkig deswegen. Ja gut, aber du hast doch den anderen ganz gut besprochen, oder? Wenn ich mich da recht erinnere. Ja, aber trotzdem, also aber jetzt bitte, du darfst doch auch das mal. Das perfekte Geheimnis haben wir jetzt noch nicht da. Jetzt hast du wenigstens schon einen gesehen gehabt, noch zusätzlich. Ja, ja. Also Gemini Man ist ein Film von Ang Lee. Habe ich eine kleine Nebengeschichte. Da war ich mal in der Sneak Preview zu einem ersten Date mit und da kam Tiger and Dragon. Kennt ihr den Film? Kennt ihr den Film? Tiger and Dragon? Klar. Oder Originaltitel, glaube ich, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Das war so ein seltsamer Film. Habe ich nicht verstanden. Mein Date damals auch nicht so richtig. Aber ja. Ja, Sneak ist übrigens eine gute Gelegenheit zum Daten. Also wenn ihr noch nichts vorhabt, geht morgen mal ins Kino. Lieber nicht. Aber lasst es mich nicht wissen. Ansonsten, Ang Lee, der hat ja schon alles mögliche. Der hat ja auch, glaube ich, einen Hulk-Film gemacht. Ne? Ich weiß gar nicht jetzt, welcher das war. Welcher war der Ang Lee-Hulk? War das der mit Edward Norton oder war das der vorher? Du fragst Sachen aus dem Off hier raus. Ja, nee, vielleicht rede ich nur mit mir selbst. Auf jeden Fall jetzt mit Will Smith und Mary Elizabeth Winstead und Clive Owen ein Film. Und ich muss gleich voranschicken, das, was man ja im Trailer sieht, was ja irgendwie das ist, womit der Film beworben wird, was man sogar schon auf dem Poster sieht. Will Smith trifft ein jüngeres Ich, ein Klon von sich selbst. Und er ist selber so ein Auftragskiller, der weltweit unterwegs ist. Ein richtig guter. Also da gibt es eine so geile Szene am Anfang, wo er aus Hunderten von Metern in einem fahrenden Zug jemanden erschießt, ja, wo dann so in dem Zug sitzen Leute, die ihm sagen, hey, da und dort sitzt der und so, der Zug fährt so und so schnell und ja, und jetzt ist freies Schussfeld und so, mit Einberechnung von allem, ne, schafft er das dann auch, also er ist wirklich da der perfekte Hitman und ja, als er dann langsam so in die Jahre kommt, denkt wohl eine andere Organisation oder jemand anders denkt wohl, es wäre besser, wenn man ihn noch weiter hätte mit seinen Fähigkeiten und beschließt, ihn zu klonen. Und irgendwann kommt es dann dazu, dass der Klon auf Will Smith selbst angesetzt wird, um ihn umzubringen, weil er da auch ein bisschen abtrünnig wird. Und davon erzählt dann so ein bisschen dieser Film, auch so diese ganze Flucht und wie die beiden sich so anfreunden. Und weil irgendwie der Klon, der kannte ja seinen richtigen Vater irgendwie nicht. Dem wurde halt gesagt, dass er adoptiert ist von Clive Owen und natürlich, wo er dann seinen richtigen Vater trifft, da gibt es dann natürlich so Buddy-Movie-Szenen und sowas. Ne? Ich muss schon mal ein bisschen in die Kritik einsteigen, Chris. Fandst du nicht auch, dass es unheimlich schade ist, dass das schon verraten wurde, weil
dass der auf sich selbst trifft, passiert ja noch nicht am Anfang. Das ist ja relativ weit hinten. Und das wurde ja auch ein bisschen überraschend aufgebaut, fand ich. Also das war ja noch am Anfang noch nicht klar. Also uns war es natürlich klar, weil wir wussten, was da kommt. Aber ich fand es auch total schade, dass der Film damit schon hausieren gegangen ist, oder? Bisschen, ja. Also, aber das ist doch, ja. Dass der Überraschungseffekt, dass der mir so genommen wurde, fand ich, das hat den Film echt runtergezogen. Weil bisschen, man hat immer drauf gewartet, ja, wann kommt er jetzt endlich? Wann trifft er jetzt nun auf sich selbst? Aber selbst in dem ersten Trailer, den es gab, war das schon enthüllt. Ja, da gab es ja die Szene, wo die da mit den Motorrädern. Und, ja, richtig, richtig. Wobei ich sagen muss, vom Trailer aus habe ich auf einen anderen Film geschlossen, wie ich dann gesehen habe. Vom Trailer hast du auf dem anderen... Ja, ist natürlich noch ein bisschen mehr Story mit drin gewesen und Charakterentwicklung und eben, so. Ja. Eben, und ich habe ganz ehrlich auch gedacht, vom Trailer habe ich gedacht, okay, das ist ein richtig krasser Actionfilm, aber fand ich nicht. Nee, da hat er auch viele ruhige Momente und auch diese... Eben. Ja, diese Situation, wie dann quasi der Vater quasi in sein jüngeres Ich blickt, ja, obwohl es eigentlich ein Klon ist, ja, was eigentlich trotzdem wie ein Sohn für ihn ist. Ja, obwohl, und der genauso unbeherrscht ist wie er damals vielleicht. Und das waren schon echt nette Szenen da drin, wirklich gut gemacht. Aber ich fand es so schade, dass es wäre so, als wenn man irgendwie bei Sixth Sense das irgendwie vorweggreifen würde, das Entscheidende oder so. Oder bei. Ich weiß nicht, bei Looper oder sowas, da habe ich es ja auch vorher nicht gewusst. Ja, ich fand es echt ein bisschen schade. Aber sonst, also da gab es ja auch, gerade wenn der auf sich selber trifft, wir wissen ja alle, hey, Will Smith kann sich nicht nochmal in Jünger spielen, es geht halt nicht. Der wurde halt künstlich verjüngt. Und da gab es so Szenen, da hat es gut funktioniert. Und es gab Szenen, da hat es richtig, richtig scheiße funktioniert. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Da gab es bei der einen mit dem Motorrad, oh, das sah ja aus wie irgendwie, es gab auf dem N64 mal so ein Spiel mit so Motorradrennen und so. Okay. Das sah alles ja klar. Echt schlecht aus, wo das Motorrad, wie das animiert war, ne, mit dem, also da hast du wirklich gedacht, what, okay. Und dann auch so eine Szene kurz vorm Schluss, wo du gesehen hast, boah, ist ja völlig unecht, es war ja richtig puppenhaft da, das Gesicht. Ich glaube, die vorletzte Szene war das. Ja, sagen. Also das war, das ist ein Punkt, wo ich dir recht gebe. Da gibt es Abzug so ein bisschen in der B-Note. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich den Film nicht schlecht. Also, ja, nee, schlecht war der nicht. Was? Schlecht war der auf keinen Fall. Nee. Schlecht war der nicht, weil der wurde ja ziemlich zerrissen von den Kritikern. Und ich habe übrigens ganz kurz geguckt, Ang Lee hat Hulk aus 2003 gemacht mit Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott und auch Brokeback Mountain, ne? Ja, ja, da hat er einen Oscar gekriegt, glaube ich. Ja, ja, sowas, ne? Mhm. nur mal kurz, um es einfließen zu lassen. Nein, ich fand den Cast von dem Film, fand ich sehr cool. Also ich mag ja Will Smith. Ich bin ja da ein bisschen, das ist einfach geprägt von Fresh Prince of Bel-Air einfach noch. Ich habe das gefeiert, ich habe Bad Boys immer gefeiert und ganz arg viel, oder das Streben nach Glück, ein unglaublich guter Film. Wie stehst du zu After Earth? Ja, der war nicht so gut. Habe ich aber auch halt gesehen, weil Will Smith, aber der war halt jetzt nicht so gut. Dann spielt noch mit Benedict Wong, den kennen wir aus Doctor Strange und Avengers und sowas. Also sehr cool. Clive Owen, der hat sowas. Sowas. Der kann den Good Guy und den Bad Guy in einem spielen. Ich mochte Clive Owen sehr in Children of Man von 2006. Mhm. Ein großartiger Film. Und dann natürlich Ramona Flowers. Mary Elizabeth Winstead, Ramona Flowers von Scott Pilgrim. Und ich fand, die beiden haben brutal gut harmoniert. Also Will Smith und Mary Elizabeth Winstead. Das hat mir echt gut gefallen. Ich fand auch schon diese Eingangsszene, fand ich sehr witzig. Mit, ja, hier... Agentin, bla bla bla, was? Nee, was sollen sie von mir überhaupt? Oh ja, lass uns essen gehen. Ja, hier, guck mal, hier dein Ausweis. Großartige Szene. Einfach, und da war vieles drin. Auch die Anfangsszene, wie du ja schon gesagt hast, mit diesem Schuss in den Zug. Auch das fand ich auch so, boah, Hammer. Also nicht, dass der den umgebracht hat, sowas ist natürlich immer doof, aber wie das inszeniert war, wie das alles. Und dann vor allem, dass du dann auch nicht mehr siehst, was in dem Zugabteil abgeht.
weil das wird sich ja ganz arg oft bemüht, dann um die Dramatik der Szene nochmal darzustellen, wie es jetzt in dem Zugabteil überall Blut verspritzt ist und alle wild rumschreien und alle total so durch den Wind und durch sind einfach. Und das fand ich einfach klasse, der Zug. Du siehst nur den Zug, die Scheibe, batz, mir die Kugel einschlägt und der fährt in den Tunnel und Schnitt und fertig. Ja, und das fand ich mega gut. Dann siehst du noch die Handyclips, ne? Ja, aber das fand ich richtig, richtig gut. Also das war echt, oder auch der eine Kampf auf dem Boot, wo du nicht weißt, wie es ausgeht und plötzlich kippen zwei Leichen ins Wasser. Auch das fand ich sehr, sehr spannend. Wo ich auch gedacht habe, oh, okay, hätte ich gedacht, dass das vielleicht anders endet. Und das waren so Überraschungsmomente. Und im Vorfeld, wenn ich den Trailer gesehen habe und den Trailer noch im Kopf habe, habe ich gedacht, alles klar, Actionfeuerwerk, von vorne bis hinten irgendwie Verfolgungsjagden, ganz wilde Schießereien und blablablub. Das waren vielleicht nicht mal, ja, vielleicht ein Drittel des Films, wenn, also irgendwie sowas. Der Rest war echt entschleunigt, aber auf eine, wie ich fand, angenehme, gute Art. Das hat mich ein bisschen überrascht. Siehst du das auch? Oder ich? Ja, na gut, ich habe von Ang Lee jetzt nicht so ein durchgehendes, ich habe jetzt nicht, wie hieß denn dieser eine Film auf Netflix, den wir letztens geguckt haben, mit diesen Autos, die da ständig... Ja, der mit Ryan Reynolds. Ja, da, genau. Das, also ich habe sowas nicht erwartet. Six Underground oder sowas? Ja, keine Ahnung. Also sowas habe ich auf jeden Fall nicht erwartet. Ne? Weil wer Ang Lee, also ich meine, Life of Pi hat er auch, glaube ich, einen Oscar gekriegt und Taking Woodstock, auch ein sehr schöner Film. Und ja, da habe ich jetzt nicht so ein durchgehendes Action-B-Movie-Dings da erwartet irgendwie, sondern das schon was Ordentliches abliefert mit Story drin und mit Hintergrund und mit allem, ja. Aber ja, ich finde halt trotzdem extrem schade und vor allem, wer in der Filmfirma kommt denn auf diese Idee, diesen entscheidenden Plot-Twist schon so weit vorne zu enthüllen, ja? Ich hätte doch eher den Film in die Vermarktung geschickt wie, ja, was weiß ich, Will Smith ist jetzt hier der große Auftragskiller und so. Und leider kommt er jetzt in gefährliches Fahrwasser und ihm sind irgendwelche Leute auf den Fersen oder sowas. Ja, ich hätte ihn doch eher so vermarktet und die Leute wären wahrscheinlich reingegangen, weil sie gedacht haben, okay, Will Smith als Actionheld, klar, funktioniert. Aber ich habe doch nicht den entscheidenden Plot-Twist. Das wäre doch so cool gewesen, im Kino zu sitzen. Und denkst so, oh, der wird verfolgt, beschossen, boah. Und auf einmal so, hä, Moment mal, sieht ja nicht so aus wie der? Moment. Okay, nee. Weil das ist ja erst so peu à peu, ne, wo du immer mehr gesehen hast von dem Gegner. Und dann siehst, guckt er auf einmal, hä, okay. Und diesen Aha-Effekt, den hätte ich gern gehabt. Und der wurde mir einfach genommen. Das fand ich eigentlich echt schade. Ja, das ist wirklich schade. Also da bin ich echt bei dir, das, ja. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Also warum? Warum haben die sich gedacht, der Film ich selbst... Ich weiß noch nicht, warum ich damals in das perfekte Geheimnis gegangen bin, statt denen. Ja, da waren mehr nette Leute auf dem Poster, oder? Hier waren nur zwei. Will Smith mal zwei. Ja, aber das hätte mir ja schon gar nicht gereicht. Also. Naja. Ja, vielleicht kann ich ja den anderen mal noch nachholen, wenn der dann irgendwann mal erscheint. Auf ja, viel Disc. Spaß dabei, ne? War ja immer ein Kinoerfolg. Komm, ey, kannst nicht meckern. Ich meine, solche Filme... Die spielen wieder Geld in die Kinokasse, damit dann auch die Produktionsfirmen, was war's? War es nicht Konstantin oder so? Damit die dann auch wieder kleinere Projekte auch mal finanzieren können. Die hatten ja auch mal diese Schiene, wo sie diese ganzen jungen Filmemacher einfach mal unterstützt haben, wo da auch viele coole Sachen rausgekommen sind, die wirklich völlig abseits von jeglichen geförderten Filmsachen waren. Ja, also warum nicht, ne? Ich meine, wenn es das braucht, ja. Okay, also von mir bekommt aber Gemini Man 6 Punkte. Ist schon ein okayer Film, ja. Also ich habe ihn bei 7 Punkte, weil, wie gesagt, ich fand ihn echt voll in Ordnung und weitaus besser wie die Kritiken, die ihn zerrissen haben. Und ja. Zerreißen muss also, eh nicht, nee. Ein solider Film, nee. Sehr okay. Nee. Kann man gucken. Absolut cool, absolut sehenswert. Würde ich mir sogar, glaube ich, wenn er irgendwann jetzt mal dann auf Sky oder so läuft, wir hatten ja Gott sei Dank diese Rezensionsdisc, aber ich glaube, ich würde mir den auf Sky tatsächlich auch nochmal anschauen. Mhm. Okay, na dann. Gehen wir weiter im Text. Ich habe noch einen gesehen, nämlich Rambo The Last Blood. Also heute ist es sehr irgendwie Testosteron, nee, Seeberg hatten wir ja, das war ja ein bisschen andere Richtung. Rambo, Lars, kennt ihr Rambo eigentlich? Ist doch eigentlich relativ unbekannt, oder? So eine Arthouse-Filmreihe, oder? Habe ich noch nie von gehört. Ja, irgendwie sowas. Ja, da ist so ein Schauspieler, Sylvester Stallone,
Also in dem ersten Rambo-Teil hat er ja noch gesellschaftskritische Züge gehabt. Und als ich den dann, ich habe mir relativ spät gesehen, weil der lief ja nicht im Fernsehen. Und als er dann irgendwie mal für mich zum Sichten dann war damals, dann hat er mich schon ganz schön umgehauen. Also der erste Film, dass der auch so gesellschaftskritisch ist damals mit dem Vietnam-Rückkehrer, der in der Heimat angefeindet wird, weil eigentlich keiner so richtig mehr an dieses Vietnam-Trauma erinnert werden will und keiner will ihn auch haben und so richtig. Er hat da seine Knochen dafür hingehalten für das Land und keiner will ihn aber haben. Und ja, was natürlich dann in den nächsten Teilen draus geworden ist, 2, 3 und so, ist eigentlich ein richtig schöner Videotheken-Action-Quatsch geworden. Man kann es nicht anders sagen. Mit teilweise lustigen Sachen. Ich glaube, im dritten Teil war das, wo der an der Seite der Taliban, Achtung, Ausrufezeichen, an der Seite der Taliban gegen die bösen Russen kämpft. Ne? Also wo die Taliban unterstützt werden. Ja. Und das wurde dann doch ein bisschen von der Geschichte dann später eingeholt. Na jedenfalls, Rambo Last Blood soll nun diese ganze Reihe irgendwie schließen. Sylvester Stallone schlüpft zum letzten Mal in die Rolle, hat er zumindest gesagt, als der Film gedreht wurde. Nachdem der Film fertig war, hat er gesagt, ja, wenn es ein Erfolg wird, mache ich vielleicht noch einen. Ja, lief jetzt nicht so gut, der letzte Film. Hat auch ein bisschen mit der harten Konkurrenz zu tun, die er hatte in Amerika und das Rating und so. Aber worum geht's? Also, Rambo Last Blood. Wir erfahren, dass Rambo, John Rambo lebt auf so einer Farm, ich schätze mal in Texas oder so oder irgendwo da unten, und man sieht ihn erstmal nur so mit Pferden rumreiten und Pferde dressieren und sowas. Ich dachte schon, boah, ist jetzt der Pferdeflüsterer Teil 2 oder so, aber nein, irgendwann kommt natürlich auch ein bisschen Brisanz rein. Also John Rambo lebt mit der mit einer Frau auf dieser Ranch, und die Frau wiederum ist die, ich glaube, die Tante oder sowas von einer jüngeren Frau, um die er sich wohl längere Zeit gekümmert hat. Von der sind irgendwie der Vater ist abgehauen und die Mutter ist gestorben. Da hat sich halt die Tante des Mädchens angenommen, und John Rambo hat die irgendwie bei sich aufgenommen. So. Achtung, total konstruiert, ne? Aber es muss ja sein, ne? Damit hier das irgendwie dann, damit da irgendwie was Persönliches draus wird, ne? Wo er dann wieder in den Krieg ziehen kann. Ja, und diese Jünger, also die haben so mexikanische Abstammung, und eines Tages bekommt die junge Frau eine Information zugespielt von einer ehemaligen Freundin, die schon lange, mit der sie länger nichts mehr zu tun hat, dass sie ihren Vater wohl gefunden hat in Mexiko und ihren richtigen Vater, und ja, schickt dir die Adresse, und sie diskutiert das dann zu Hause und sagen, nee, lass das, ey, der wollte dich, der hat dich, der will dich nicht, und der, lass das, tu dir das nicht an, fahr da nicht hin und so. Aber wie halt so die jungen Mädels sind, wird übrigens gespielt von Carmen Delgado, kannst ja mal googeln oder bei IMDb gucken, die Tochter, die fährt natürlich mit ihrem kleinen Honda Civic da über die Grenze nach Mexiko und wie es natürlich dann so ist, ne, wir kennen das ja aus Sicario und sowas, Mexiko ist ja wirklich das teuflischste Land auf Erden, da ist ja Nordkorea, ist da noch friedlicher und alles. Ne. Sie kommen dann natürlich dahin, findet den Vater, und der macht ihr eindeutig klar, also ich habe euch verlassen, also ich will überhaupt nichts mit dir zu tun haben und so weiter. Was macht man dann, wenn man so enttäuscht wurde? Man geht natürlich mit seiner Freundin, die da auch ist, da erstmal in die Disco dort, um da den Frust irgendwie ein bisschen wegzudancen. Und dann, was könnte dann passieren? Drehbuchkniff, Achtung. Sie wird entführt. Ja, sie wird entführt, genau. Und zwar wird ihr was ins Getränk gemischt. Ja. Nein! Ja, oh, und dann wird sie entführt von einem Mädchenhändlerring. Die hausen in einer Art Keller. Und da sind die ganzen Mädchen völlig derangiert und werden betrogen, abhängig gemacht und so weiter. Und werden dann, oder wie hieß es früher in den 80ern, mal Rauschgift, werden mit Rauschgift abhängig gemacht. Und genau, und werden dann irgendwie so weiterverkauft an irgendwelche, was weiß ich, Zuhälter, die dann irgendwo, meistens in Amerika, dann die auf die Straße schicken. So, ja. Und da ist sie nur reingeraten. Und als John Rambo das erfährt, das ist natürlich, ja, er geht natürlich dahin und stochert da so ein bisschen rum. Also er hat dann irgendwie, ach nee, halt, er stochert da ein bisschen rum, genau, wird erstmal übelst vermöbelt. Aber das ist ja nur der erste Rückschlag, nachdem er sich dann wieder aufrappelt und noch härter zurückschlägt.
Und er findet dort eine Bekannte, oder nee, nicht Bekannte, eine, die als Journalistin versucht, nee, war das Journalistin oder irgendwie Ermittlerin oder sowas, auf jeden Fall versucht die da, diese ganzen Kartelle so zu untersuchen. Die hat auch bei Thor mitgespielt, die heißt Maria Beltran. Und die peppelt ihn erstmal wieder auf und er ist dort die ganze Zeit. Er sagt, oh, ich muss da zurück hier, ich muss die Tochter, das Mädel holen und so. Nee, du musst erstmal gesund werden. Na, jedenfalls beschließt er dann. Erstmal gesund werden. Ja, naja, weil der völlig vermöbelt ist und so. Jedenfalls beschließt er dann, ja, es muss jetzt losgehen hier, es hilft nichts. Und fängt dann auch an, richtige Nadelstiche zu setzen, erstmal auf mexikanischen Boden. Und ein Nadelstich ist sehr, sehr heftig, den er da setzt. Auch wahnsinnig explizite Gewalt, die dann dargestellt wird. Und damit, der hinterlässt dann auch eine Nachricht, dass alle wissen, wer das war. Und, ach, ich habe noch was vergessen. Ja, er holt dann auch noch die eine vorher noch raus. Ne? Und ja, als dann noch ein bisschen was passiert, beschließt er dann, sie auf sein eigenes Territorium zu locken, um dort den Krieg zu starten, weil dort kann er sich wesentlich besser vorbereiten. Und da macht er natürlich solche Fallen auf, wie die Vietcong früher den Amerikanern gestellt haben. Sein ganzes Gelände ist auch so unter Tunnel, das sieht man schon ganz am Anfang. Da hat er unten so seine Werkstätten drin und das vermietet er dann alles und baut da so die wildesten Fallen da drin. Und ja, dann kommt dann irgendwann dieser Trupp Mexikaner dann angerückt und dann geht es natürlich richtig ab. Und Los Vojos. Was jetzt so ein bisschen, ja, ich habe ja so ein bisschen so ein Fable auch so für so Trash und sowas, ne? Und ich fand, der Anfang ist echt furchtbar da. Also gerade wenn sie da versuchen, die Story so hinzukonstruieren und sowas. Dann, wenn Rambo das macht, was Rambo macht, dann ist der Film eigentlich voll geil. Also da fand ich ihn echt. Also weil das erwarte ich dann halt, ne? Also ich sag mal, von Rambo Teil 2 bis, ja, nicht jetzt Teil 1, ja. Also dann, Rambo doing Rambo things, ne? Genau, also wenn er das macht, was er am besten kann, quasi, wenn er mit dreckverschmiertem Gesicht dann irgendwo im Dunkeln lauert und irgendwie, dann kommt einer und bam und irgendwas und die Fallen, die funktionieren und das und jenes. Also dann funktioniert der Film echt gut und ich glaube, der sollte auch nicht versuchen, mehr zu sein, als er ist, der Film, und da so eine wahnsinnige Backstory da reinzupacken. Ich meine, da hätten sie genauso gut auch kurz erzählen können in einer Texttafel-Einblendung am Anfang. So, übrigens, das und das ist passiert, deswegen ist Rambo sauer. So, und jetzt geht's los. Das hätte vollkommen gereicht. So mit gelber Schrift auf einem Sternenhimmel. Genau, so ein Scroller wie bei Star Wars. Ne? Ja, hätte vollkommen gereicht. Ja, es braucht es nicht am Anfang diese halbe Stunde da mit Geseier und Pferdereiten und sonst was. Und ja, die Pferde, die scheucht er natürlich dann am Anfang noch von der Ranch, weil es wird natürlich richtig gefährlich, damit ihnen nichts passiert und so. Ja, also dann, wenn er wirklich das macht, was er am besten kann und wenn man sehen will, oh, wie funktionieren jetzt diese Fallen, was hat er da jetzt alles gebaut, so MacGyver-mäßig und so. Und dann sind auch diese Tötungsszenen, wenn es dann die Leute erwischt, die sind wirklich echt heftig gemacht. Also das ist wirklich echt übel, ne? Also was man da so auf der Leinwand zu sehen bekommt, das wäre früher wirklich... Das hättest du in Deutschland gar nicht zu sehen bekommen. Das wäre völlig, also Staatsanwaltschaft beschlagnahmt hier und dann wäre das erstmal ein paar Jahre im Giftschrank und dann hättest du es irgendwie aus Österreich importieren müssen oder sowas. Wenn du überlegst, was heutzutage alles so zu sehen ist, ist schon eine ganz schöne Verrohung da, was da stattfindet. Ne? Aber das ist echt heftig, ne, was da zu sehen ist. Aber ja, es ist bei Weitem also jetzt kein guter Film. Es ist ein okayer Rambo-Film, ja. Und hat ein schönes Ende, fand ich. Und in dem, wenn die Credits kommen, sind sehr viele Szenen aus allen anderen vorhergehenden Rambo-Filmen und das ist wirklich so eine Art Best-of, kannst du sagen. Das, da haben sie wirklich schöne Szenen drin und die auch auf eine schöne Art arrangiert, also es ist jetzt nicht so hin und her und her und hin, sondern auch richtig schön arrangiert in dem Abspann-Credits, fand ich. Ich habe da nur eine Frage zu. Na, dann schieß mal los. Kommt blaues Licht vor? Die Szene, also da, das ist ohne Ton, die Szenen, die sind mit Musik arrangiert, falls das deine Frage beantwortet, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich hat er auch wieder Bogenschießen gemacht, das fand ich ja auch wieder cool, weil es ist auch der Einzige, der es richtig macht. Also einer der wenigen, sagen wir es so. Legolas hat es noch richtig gemacht, aber ja, ansonsten, wenn man im Film irgendwas im Bogenschießen sieht, das ist reichlich Banane teilweise.
Ja, also kann man gucken. Also es ist eher was für einen Männerabend, denke ich mal. Okay. Vielleicht kann man da ein Trinkspiel draus machen, wer gerne was konsumiert. Irgendwie jedes Mal, wenn jemand auf absurde Weise zu Tode kommt, einen trinken, obwohl das mal relativ schnell dann bedient. Blaues Licht, ne? Da ist man relativ schnell blau im Licht. Okay, dann, achso, habe ich schon Punkte? 5, ja. Bin ein bisschen im Delirium. Dann machen wir weiter mit den Kinocharts und den Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Da kann man ja vielleicht schon mal einen kleinen Teaser setzen für das Thema Kinocharts, weil wir haben ja bis jetzt immer so die Gesamt-Stuttgarter Kinocharts, die wir uns da so rausgesucht haben. Und vielleicht, wenn alles klappt, bekommen wir ja von unseren Lieblingskinos, wo wir auch in die Sneak gehen, da gehören ja einige dazu. Da ist ja die Innenstadtkinos, die umfassen ja etliche. Bekommen wir denen ihre Charts? Das wäre cool. Irgendwie laden die bei mir die Charts. Ach so? Ja, das wollte ich im Vorgespräch ansprechen, aber da hatte Erik einfach angefangen. Also ach so, ich habe eine leere Liste. Ach so, da gehen die gar nicht? Naja, dann gucken wir mal, was so. Dann machen wir mal die US-Charts, wenn die Stuttgarter gerade nicht gehen. Dann ist es umso wichtiger, dass wir bald hoffentlich die Innenstadt-Kino-Charts bekommen. Da mache ich mal die US-Charts. Da ist auf Platz. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es sind 10, weil die haben keine Nummerierung hier. Platz 10 ist Knives Out. Platz 9 ist Star Wars, Rise of Skywalker. Platz 8, Little Woman. Platz 7, Gretel und Hansel. Ist das irgendwie ein Follow-up von diesem Hänsel und Gretel Hexenjäger oder so? Huh. Gretel und Hansel. Gretel und Hansel. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, auf Deutsch Hänsel und Gretel Hexenjäger 2. Ah. Ja. The Gentleman. Gretel und Hansel. The Gentleman dann auf Platz 6 auf der 5 Jumanji, Next Level, 4 Doolittle, 3 1917, 2 Bad Boys for Life und 1, was könnte das sein? In USA, Platz 1. 1917. Birds of Prey. Nee, hab ich gerade gesagt. Birds of Prey. Oh. And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Ja. So, dann gucken wir mal, was Neues anläuft hier in Stuttgart. Was läuft denn schon? Am 20.02. dann, ne? 20.02. Ja. Genau. Soll ich anfangen? Da kann ja die Kate auch immer einmachen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, die Kate kann doch eigentlich auch machen. Warte, dann muss ich erst das aufmachen. Ja, dann fangen wir erst mal an, bis dahin hat es die Kate, ja. Okay, es fängt an mit Brahms The Boy 2. In der Fortsetzung des Puppenhorrors zieht eine neue Familie in die Hillshire Villa ein. Das ruhige Zusammenleben wird bald von einem ungebetenen Gast gestört. Ich frage mich bei solchen Filmen immer, warum brennt man einfach das Haus nicht nieder oder reißt es ab und baut ein neues? Also, ja, also ist ganz arg viel von diesen Horrorhäusern bleiben einfach immer bestehen. Ja, ich habe, da gab es mal einen Podcast in den USA, die sind rumgefahren und haben diese Horrorhäuser besucht und die Leute, die da jetzt drin wohnen, also solche Sachen, nicht nur Horrorhäuser in dem Sinne, sondern Häuser, wo früher mal irgendwas Schlimmes passiert ist oder im Umfeld oder so, wo da irgendwie ein Mord passiert ist oder irgendwie kuriose Todesfälle. Und teilweise, manchmal wussten die gar nichts davon und die haben das Interview so, nee, wir wollen hier mal die Leute interviewen und so. Und dann ist das erst im Rahmen des Interviews dann so rausgekommen, so, ja, wissen Sie eigentlich hier, dass da irgendwie damals oben sich da irgendwie die ganze Familie erhängt hat bei Ihnen im Bad und so. Also, oh, what? Okay. Ja, also da bleibt wohl einiges. Dadurch, dass du halt in USA auch schnell mal, wenn du umziehst, du lässt halt alles stehen und ziehst komplett um und da, wo du bist, mietest du halt oder kaufst du halt das komplette Haus mit Inneneinrichtung, ne? Das heißt, da ist es halt doch viel leichter, dann reißt du das nicht ab oder so, ne? Ja, achso, ja, Brahms interessiert mich null, gar nicht. Also, schon vom Titel her, Brahms, was soll denn Brahms? The Boy 2, also ich weiß nicht. Ja, ich habe ja einen Brahmin. Ich nicht. Ich habe keinen Brahmin. Ein Fehler. Ich habe übrigens umgebaut, das muss ich dir später mal zeigen. Ich habe auch umgebaut, das kann ich dir auch zeigen. ja, The Boy 1 habe ich auch nicht gesehen. Ich meine, so Puppenhorror. Doch, ich habe den gesehen, den habe ich gedacht, das Sneak, The Boy. Echt? Das ist auch die Puppe, die plötzlich, wo die Besitzer davon ausgegangen sind, dass der in dem Jungen, der Geist vom toten Sohn lebt, weil die Puppe plötzlich an anderen Orten im Haus immer wieder aufgefunden wurde.
Obwohl und da war ich nicht, ihn gar nicht versetzt haben. Die Beschreibung. Aber da war ich nicht dabei. Aber ich habe den Film gesehen. Ja, ja. War der in der Sneak? Doch, der war doch in der Sneak. Ich habe gerade geguckt, tatsächlich, den hatten wir in der Sneak, den habe ich sogar gesehen. Ja. Siehst du mal, wie ich, also und deswegen frage ich mich, warum es einen zweiten Teil geht, weil am Ende des ersten Teils wird doch aufgeklärt, was da passiert. Nee, warte mal, ich habe den, doch, ich habe den auch gesehen. Aber warum habe ich den Film so hoch bewertet? 2, 4, 6, 7, 7,5. Boah. Weil er gut war. Das gibt's doch nicht. Das war, der spielt auch die, da hat also im ersten Teil hat die eine aus, Evans und Lauren Cohn. Aus Walking Dead mitgespielt. Die Maggie. Ja, Lauren Cohn. Ja, genau. Okay, aber ist eine Weile her, hatten wir am... Aber es war total spooky, hatten wir am aber es wurde halt aufgeklärt. Deswegen also die Episode haben wir am 14. Februar 2016, am Valentinstag 2016 aufgenommen. Also vor 4 Jahren. Ja. Hm. Na komm, jetzt der zweite Teil, na spannend. Tja. Cool. Gut. Ja, wieder nächster was gelernt. Film. Interessiert mich trotzdem nicht, der neue. Weil ich habe den alten schon total vergessen. Ich nicht, fand den ersten gut. So, gehst du rein Ruf jetzt, der Wildnis. Also, ach so. Ruf der Wildnis. Darf ich Ruf der Wildnis? Ja, mach mal. Ja. Ja, Ruf der Wildnis. Spezialeffektlastige Live-Action-Adoption des gleichnamigen Jack London-Klassikers über einen Hund, der sich in der wilden Natur Kanadas durchschlagen muss. Ich habe den Trailer gesehen. Das ist so süß. Harrison Ford. Ich wollte gerade fragen, hast du den Trailer gesehen? Weil ja. Ich habe gestern Abend zufällig den Trailer gesehen. Ich dachte, mein Gott, was sind das für scheiß Spezialeffekte? Das sah ja furchtbar aus. Schon, ja, der Hund ist schon ganz schön animiert. Das also, schon. Das ist ganz schön animiert. Also, ist ja... Ich habe gedacht, um Himmels Willen. Ja, aber hoffentlich passiert da noch was. Wie sieht denn Harrison Ford sieht aus wie eine... Wie die Spielfigur aus Tomb Raider, wenn sie den da von hinten, ich hab nur auf den Hund von den Bewegungen her, wie aus Tomb Raider. Chris, Tomb Raider 1. Harrison Polygon Ford. Aber ich finde, die Story hört sich doch süß an. Ja, aber der Trailer, bitte. Also ich bin ja mal gespannt, ob wir noch irgendwie was Animiertes finden, was dem Erik gefällt. Also nach Gemini Man und jetzt Ruf der Wildnis, ah je. Naja, also ich meine, heutzutage kannst du schon ein bisschen besser hinkriegen, da solche Spezialeffekte. Ich meine, ja. Aber der Trailer, weil der kam gestern, glaube ich, bei der Sendung, die ich auf Pro7 geguckt habe, kam der mittendrin mal in so einem Werbeblock, weil der jetzt wahrscheinlich anläuft. Und dachte ich, oh, halt die SFS, ist das schlecht. Und dann dachte ich, was, Harrison Ford spielt da mit? Und dann zeigen die den so von vorne im Trailer und dann dreht die Kamera so rum, dann hast du den so Third-Person-mäßig, dann läuft der los. Dachte ich, oh, nee, das geht ja gar nicht. Also. Nee, aber am schönsten finde ich gerade eben der Kommentar, ja, der Film läuft wohl bald an. Ja, wie wir gerade bei der Neustart sind. Nee, das habe ich gestern gedacht, der läuft wohl bald an. Und jetzt haben wir den drin. Ja. Dann mache ich mal Fantasy Island, das ist eine neue Blumhouse-Produktion. Da geht es um eine Insel, in der die Sehnsüchte von den Gästen erfüllt werden sollen, die sich aber schnell in Albträume verwandeln. Es gab doch mal so eine Serie, glaube ich, Fantasy Island, aber ich glaube, damit hat es nicht so wahnsinnig viel zu tun, ne? Ach doch, das Konzept ist nicht neu. Von 77 bis 84 wurden in 152 Episoden in der Serie das erfüllt. Okay, na cool. Okay, dann kommt noch so ein Hundefilm. Lassie, eine abenteuerliche Reise. Deutsche Neuauflage der kindgerechten Abenteuer über den treuen wie berühmten Collie-Hund Lassie. Eine deutsche Produktion, ne? Was mich ein bisschen wundert. Ich dachte, die Rechte liegen irgendwo in Amerika. War denn die damalige Lassie, war doch amerikanisch, oder? Ja. Sehr komisch. Naja, aber warum nicht, ne? Das Lassie war doch die, wo bei jedem Sturm das Eichhörnchen furzen hört. Nee, Lassie war die zum kleinen Timmy oder wie der hieß, gerannt kommt und dann, was, 3 Wanderer sind abgestürzt bei der großen Klippe, wir müssen schnell Hilfe holen. Ja, genau. Genau. Das war Lassie. Ja. Bin ich dran eigentlich? Nee, ich weiß gar nicht. Ja, hey, doch. Kate ist dran. Oh, Limbo. Kate holt noch Luft. One-Take-Thriller, in dem eine gewissenhafte Mitarbeiterin die Veruntreuung immenser Summen in ihrer Firma aufdeckt und zwischen die Fronten gerät, hatten wir letzte Woche in unserer Sneak besprochen. Kann sagen, kommt mir so bekannt vor. Fand ich ganz gut. Ja.
Was haben wir noch? Weißer Tag. Isländisch-Schwedisch-Dänisches Drama um Trauer, Rache und bedingungslose Liebe. Ui. Da geht es bestimmt irgendwie um den Polartag oder sowas. Ah. Weiß ich nicht. Gute Frage. Ich hätte hier noch Bliss. Eine talentierte Malerin versucht, sich von einer künstlerischen Blockade zu befreien. Ihr Experiment endet in einem Strudel aus Drogen, Sex, Gewalt und Tod. Sex, Gewalt und gute Laune. Ja, genau. Ja. Chronophobia. Mit dem Max-Opülz-Preis prämierten Genrefilm, der tief in die Seele seiner beiden verlorenen Protagonisten abtaucht. Keine Ahnung, was da geht. Klingt auch nicht nach einem Feel-Good-Movie. Nee, nicht so wirklich. So, der andere, der läuft nicht an und dann sind wir eigentlich... durch. Saga of Tanya the Evil, the Movie. Das ist noch irgendwie ein japanischer Anime oder so, schätze ich mal. Es gibt noch eine italienische Realverfilmung des Kinderbuchklassikers Pinocchio mit Oscar-Preisträger Roberto Benigni. Benigni. Ja, Benigni. Ich und italienisch. Aber das steht hier auch nicht drin bei den... Ja. Da ist wieder Kino.de ein bisschen falsch unterwegs. Der ist... Ja, wahrscheinlich. Startet jetzt noch nicht. Ja, gut. Ja, na gut, da ist ja einiges dabei gewesen. Oder auch nicht. Da gucken wir mal, was noch so auf Blu-ray, was wir dann so gemütlich zu Hause nachholen können. Ja, ich muss da schon lachen. Ach so, wieso? Ich sehe ja schon was hier kommt. Also. Ach so, wo sind wir denn? Beim 17. Februar. 17. Februar. Ah, kann ich den machen, den ersten? Ja, gerne. Ah, da läuft nämlich, gibt es nämlich neue Blu-ray, 47 Meters Down, Uncaged. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt. Den fand ich ja im Thema High Horror, ist ja so mein Thema. Und ich fand den gerade wegen des völlig überzogenen Endes, fand ich den ganz lustig. Also für High-Fans eine kleine Empfehlung. Ist natürlich kein guter Film, ja. Also macht euch da keine Hoffnung. Achtung, der kommt jetzt, glaube ich, auch gerade auf Sky. Echt? Kann man ja nochmal gucken. Ja, habe ich vorhin Werbung gesehen. Kann man nochmal eine Zweitsichtung vornehmen. Ja. High Alarm. Sehr schön. High Alarm. Dora und die goldene Stadt kommt aus. High Alarm. Dora und die goldene Stadt. Dora, die den größten Teil des Lebens mit ihren Eltern im Dschungel verbracht hat, muss sich jetzt in der Highschool stellen. Und als wäre das nicht schon Abenteuer genug, verschwinden plötzlich auch noch ihre Eltern, Eva Longoria und Michael Pena, spurlos. Innerhalb kürzester Zeit befindet sich die furchtlose Entdeckerin gemeinsam mit dem Affen Boots, einem geheimnisvollen Dschungelbewohner Eugenio Derbez und einer ziemlich chaotischen Gruppe von Teenagern mitten in einem waghalsigen Abenteuer. Schließlich liegt es an Dora, ihr ganzes Dschungel-Know-how zu nutzen, um ihre Eltern zu retten und das Geheimnis um ein verschollenes Inka-Reich zu lösen. Der interessiert mich sogar. Weil ich musste mal mit den Kids hier die Dora-Zeichentrickserie und da gibt es ja auch noch mit Diego, mit ihrem Cousin, gibt es ja für Jungs dann auch die Serie und so. Ich immer geguckt und so. Das war immer ganz niedlich. Also. Und wenn sie da jetzt einen Film draus machen, interessiert es mich mal, wie sie es gemacht haben. Wenn da Boots, das Äffchen mit dabei ist und Backpack und so, interessiert mich mal, wie sie es gemacht haben. Schade, dass es noch nicht jetzt da ist, sonst hätte ich das mit einbezogen in unseren Kinoabend morgen. ja. Aber ihr habt ja mit Dora wahrscheinlich null Berührungspunkte, oder? Gar nicht. Ja, genau. Ist aber, ich finde, es ist eine ganz lehrreiche Serie. Also, es ist jetzt nicht so wie diese vielfach auf irgendwelchen anderen Sendern, die wirklich so, wo die Kinder so zugeballert werden mit irgendwelchen Sachen da, sondern das ist ja ein bisschen lehrreich so für die Kleineren. Schönes Ding, also die Zeichentrickserie. Ja. Was haben wir noch? Achso, bin ich dran? Nee, Kate, oder? Ja. Ich mach doch da gar nicht mit. Achso, na dann The Poison Rose. Dunkle Vergangenheit. Der ehemalige Football-Star Carson Phillips. Jetzt gucke ich gerade, ist das John Travolta oder ist Morgan Freeman der Carson Phillips? Man weiß es nicht. Ich würde eher John Travolta sagen. Verdient sein Geld als Privatdetektiv, ja. Sein aktueller Fall, eine vermisste Frau, führt ihn unverhofft zurück in seine Heimatstadt, wo er nach 20 Jahren noch viele Bekannte trifft. Doch es scheint, als seien es nicht mehr dieselben Menschen, die er sie einst zurückgelassen hat. In jeder einzelne von ihnen hegt ein düsteres Geheimnis. Der Fall nimmt eine unerwartete Wendung, als die Tochter seiner Jugendliebe plötzlich zur Hauptverdächtigen wird. Phillips findet sich wieder in einem Netz aus Mord, Lügen, Intrigen
und auch seiner eigenen dunklen Vergangenheit kann er die Geheimnisse der Stadt lüften, um seinen Fall zu lösen und vor allem, um mit seiner Vergangenheit abschließen zu können. Pasch. Die Frage beantwortet sich, wenn ihr den Film The Poison Rose, dunkle Vergangenheit, auf Blu-ray schaut, 97 Minuten geht er, mit Morgan Freeman und John Travolta. Zwei Darsteller, ja, wo es mich jetzt ein bisschen wundert, dass man da von dem Film null gehört hat vorher. So geht's mir auch gerade, ja. Also wird der Film wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel taugen, aber mal gucken, was der auf IMDb hat. Vielleicht hieß der eigentlich ganz anders. Warte mal, machen sie ja manchmal gerne The Poison Rose. Nee, doch, im Englischen heißt er tatsächlich auch The Poison Rose. IMDb 4,6 von 10 bei 4.300 Leuten, die abgestimmt haben. Regisseure sind zwei Italiener. Ja, okay. Dann sind wir durch mit den Blu-ray-Neustarts der Woche. Ich hoffe, für euch war was dabei. Der Haifilm auf jeden Fall. dann werfen wir so einen Blick in die Neuigkeiten rein. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. So, wir haben nämlich einen Teaser-Trailer, also eigentlich ist ein Teaser. Also ich hätte gern mehr gesehen. Es war viel zu kurz. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Wir können gerne drüber reden. Es gab ja einen großen Kinoerfolg von Konstantin Film. Die haben sich ja die Buchrechte gekauft von einer Jugendbuchreihe. Und zwar der erste Teil heißt After Passion. Und jetzt kommt nämlich After Truth ins Kino. 2020. Was? Achtung, die Fortsetzung von After Passion ist. Das heißt, wie geht es denn weiter nach der Leidenschaft? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. So. Man sieht aber ja, weil Tessa weiß nämlich jetzt die Wahrheit über Hardin. Und Tessa ist das Good Girl und Hardin ist der Bad Boy. Aber man sieht ja erstmal nur rumvögeln im Trailer, im Teaser. Erstmal. Wahrscheinlich, um die Zuschauer erstmal bei Laune zu halten. Damit die Männer sagen, ach, vielleicht gehe ich doch mit meiner Freundin in den Film nochmal rein. Die will doch unbedingt in den Film rein, da habe ich wenigstens auch was zum Gucken. Der Rest ist ja nicht so. Aber ich glaube, der erste, der lief auch verdammt gut. Ne? Warte mal, du kannst ja mal. Ja, aber weißt du auch, worum es da wirklich geht bei After Truth? Ja, du weißt es doch, oder? Du hast dich doch da ja, ich weiß du hast es das natürlich, Buch gelesen. Kann ich mich erinnern. Nicht nur das, ich kann jede Passage eigentlich auswendig. Weil das ist ja ein Good Girl, Bad Girl. Tessa weiß nun die Wahrheit über Hardin. Betrogen und gedemütigt beendet sie die Beziehung und wünscht sich ihr altes Leben vor Hardin zurück. Während da nun nicht die Erinnerungen an Hardins leidenschaftliche Berührungen und Liebe. Ach so, das sind nur Erinnerungen da, die 16? Jetzt, pst. Ach so. Entgegen aller Enttäuschungen und Verletzungen ist ihr Verlangen nach diesem Mann, der die Trennung wohl nicht so einfach akzeptieren wird, ungebrochen. Doch eine Fortführung der Beziehung, ohne dass Hardin sich ändert, ist für sie auch nicht möglich. Ah. Ein Dilemma! Oh Mann, oh Mann. Heilige Kuh! Aber es läuft, du wirst sehen. Das läuft. Ja, natürlich läuft das. Das ist. Wir sollten uns damit beschäftigen. Viel Spaß, ne? Übrigens, den Produktionskosten des Films von 14 Millionen US-Dollar standen weltweit des Einspielergebnisses von 69,5 Millionen. 69. Im Kino gegenüber. Also das heißt, da ist Heimkino noch nicht mit eingerechnet. Und ich wollte nämlich gerade mal gucken, wie viel da in Deutschland hatte, aber ich finde irgendwie gerade nichts so richtig. Wollte gerade mal schauen, wie der so in Deutschland performt hat, aber naja, also der Trailer, der verspricht ja alles irgendwie. Da ist ja alles enthalten. Also hier großes steht auch, Drama. Im ersten Trailer zu After Truth gibt es mehr Sex als im ganzen Vorgänger. Wahrscheinlich ist es dann wieder so, dass es im Film dann gar nichts ist, so wie es bei, wie ist dieser andere Film hier, 50 Shades of Grey, da hatten sie da auch irgendwelche Szenen im Trailer, die dann gar nicht im Film waren und so, die dann nur in diesem Extended irgendwie, ja, das ist dünnes Eis, da kenne ich mich nicht so aus, kriegen wir bestimmt gleich wieder Kommentare so, oh, Banause hier, ja, nee, so und so war das, ab Minute 3 war alles enthalten. Übrigens hätte After Truth ursprünglich am 13. Februar 2020 in die Kinos kommen sollen. Pünktlich zum Valentinstag. Ja. Damit man da sich mit seiner Angebeteten einen Trennungsfilm angucken kann, oder wie? Ja. Aber die hatten das doch, glaube ich, bei 50 Shades war es da auch immer so, dass es so Valentinstag ins Kino kam, ne, so die Drehe. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das im Winter da reinzubringen, da.
Ja, und Kate, du hast dich bis jetzt noch gar nicht geäußert hier, das ist doch... Nur weil ich ein Mädchen bin, oder was? Muss mir das gefallen? Nein, du hast dich noch gar nicht geäußert. Ich sag ja nicht, dass es dir gefallen soll, aber du hast dich noch nicht geäußert. Ich wollte dich jetzt einfach mal in das Gespräch wieder mit reinholen hier. Das Witzige war, der Chris zeigt mir den Trailer und ich wusste nicht, um was es geht, weil ich hab das nicht mitgekriegt, ne? So, er zeigt mir den Trailer und dann höre ich nur, wie ein Mädchen zu ihm sagt, oh, Harden. Und ich so, Chris, das ist, oh mein Gott, das ist der zweite Teil. Und dann kommt... Aber Tessa, geh nicht! Und ich so, ach du Scheiße, die haben einen zweiten Teil gemacht. Chris Lieblingsbuchreihe. Müssen wir uns angucken, glaube ich. Ich habe auch in Chris deswegen schon mal in der letzten Woche schon mal die Mail von dem Filmverleiher schon mal weitergeleitet, wo dann stand, hier, da gibt es einen neuen Teaser und so, damit er da auch schon mal ein bisschen informiert ist, ne, über sein. Ja, genau das hat er mir dann nämlich gesagt. Wie viele Teile gibt es da eigentlich? Ist das hier so ein. Ich habe keine Ahnung. Ist das so ein John Sinclair-Ding, wo da so hunderte von. oder ist das. Groschenromanen. Ja, genau so. Hunderte. Ich würde gerne mal einen John Sinclair-Film, einen guten John Sinclair-Film, würde ich gerne mal sehen. Es gab, glaube ich, mal so eine Verfilmung, die war scheiße. Ist ja wohl von Anna Todd, die Buchreihe After. After Alter. Passion, After Truth, after Love, After Forever. Und dann Band 5, aber Before Leute, Us. Achtung, googelt nicht After Love. So. You cannot make this unseen. Ja. Übrigens, der achte Teil soll After 8 heißen. Echt? Lecker. Wirklich? Nein. Entschuldigung, das war ganz schlechter. Das war ein ganz schlechter Spitz. Okay, ich dachte schon hier. das wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich. Ja, Reihe in 7 Bänden steht hier. Also das geht doch dann noch weiter. Das ist doch dann nicht after zu Ende. After Love, After Forever, Before Us, Nothing More und Nothing Less. Aber Nothing More, das klingt schon so wie, ach, na, eigentlich sind wir hier fertig, jetzt ist alles auserzählt und dann, ach, komm, scheiß drauf, einer geht noch und dann. Nochmal, After Passion, After Truth, After Love, After Forever, Before Us, Nothing More, Nothing Less. Das ist ja, der achte Teil heißt After Eight. After End heißt es dann wahrscheinlich oder sowas. Das letzte Finale. Ja. Entschuldigung. Das machen sie dann. Es gibt bestimmt Leute da draußen, die das sehr gerne sehen und die das total feiern und das super gut finden. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß im Kino. Die machen dann bestimmt aus dem letzten Teil 2 Filme, wie sie es immer so machen, oder damit sie es noch ein bisschen strecken können. Ja. Naja, gut, also das war der eine hier, einen anderen Trailer habe ich leider nicht für euch. Aber ich habe noch diesen Billie Eilish Song mal reingepackt, den habe ich auch schon in der Kinocast-Gruppe reingebracht. Wie findet ihr den Song jetzt so als neues James-Bond-Thema für den nächsten Film? Also jetzt im Vergleich mal zu Adele mit Skyfall oder mit den anderen. Ich finde den voll traurig. Ja, na gut. Hast du jetzt von Billie Eilish hier so ein Ding-Dong, die Hexe ist tot erwartet? Oder? Nein, aber das ist so... Oh, die nackte Kanone. Also, ja. Nein, aber wenn ich den Film höre, wenn ich den Song höre, dann glaube ich, dass am Ende des Films alle tot sind. Einfach alle. Mhm. Weil der so traurig ist, der Song. Ja, ist eine der ist so Billie total halt. Deprimierend. Ja, Billie Eilish halt, die hat halt so. Ja, aber die würden ja den Song und die Künstlerin nicht wählen, wenn es nicht zum Thema des Films passt. Bisher hat es ja immer irgendwo gepasst. Ja? Und ich habe jetzt echt Sorge, dass am Ende dieses Films einfach mal alle tot sind. Und dann war es das mit Bond. Ist ja der letzte mit Daniel Craig. Ich meine. Ja, vielleicht stirbt der. Ja. Ich meine, das können sie ja so machen, was weiß ich, wie Doctor Who oder keine Ahnung, wo dann auch mal der eine Doktor dann weg ist, gestorben ist, dann kommt ein neuer Doktor oder so, keine Ahnung. Das, ja. Du hast es mit Doctor Who. Ja, bisher sind doch die Bonds auch nicht einfach gestorben, oder? Also, wie bitte? Ich habe bisher kein Bond gestorben. Ja, richtig, das wäre doch mal eine Zäsur. Aber ich meine, you get what you pay for, ne? Ich meine, wenn du Billie Eilish holst, dann kriegst du keinen gute Laune, irgendwie DJ Bobo-Song. Ja, klar. Das habe ich ja auch nicht erwartet, aber Adele macht auch relativ traurige und schwere Musik und der Skyfall ist jetzt eher so ein bisschen, der Song ist ein bisschen, der ist auch schwer und melancholisch, aber der ist halt auch ein bisschen kraftvoller. Das fand ich nämlich. Der transportiert einfach Kraft und Billie Eilish ist so, ich sitze auf einer Beerdigung und alle heulen.
Ich fand den sehr dünn für einen, also was du jetzt gerade ja, mit umgekehrt meinst. Mhm. Adele ist viel kraftvoller. Ich fand den ausgesprochen dünn. Also weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn da irgendwelche Action-Szenen vielleicht drunter liegen, ich weiß jetzt noch nicht, wann sie den einsetzen, üblicherweise. Vielleicht bei der Beerdigung. Na. üblicherweise wird er ja über irgendwelche Filmszenen gelegt und da ist er einfach sehr dünn, ne? Das dünne Stimmchen und die Abmischung ist halt auch sehr, sehr dünn und die, ja, ist halt kein Orchester da irgendwie, was ich eigentlich von einem James Bond Song, ja, vielleicht aus Gewohnheit, ja, das ist jetzt sehr ungewohnt für mich, weil ich kenne eher so die fetten Orchester Arrangements, die dann so richtig reingebombt haben, dann irgendwie so wie Adele zum Beispiel auch. Die hat ja auch vorher viel eher so ihre eigene Stimme eingesetzt und ganz wenig nur musikalisch im Hintergrund begleitet. Und dann kam der Bond-Song, der einfach mal so richtig fett mit einem fetten Orchester im Hintergrund. Ja, aber sie haben ja Billie Eilish und ihrem Bruder freie Hand gelassen und dann kam das halt dabei raus, ne? Ich meine, es wird jetzt interessant sein, erstmal zu sehen zum Beispiel, welches Musikvideo kommt da. Momentan ist ja noch kein Video da. Um mal zu sehen, wie wirkt das zum Beispiel mit Filmszenen. Ansonsten waren ja die letzten Bonds auch schon ein bisschen düsterer. Ich meine, wenn ich ja gerade so an Spectre oder Skyfall oder so denke, waren das jetzt auch keine Sean Connery, High Life, hier Gentleman Bonds mehr, sondern ging schon ordentlich auf die Fresse und düster und Rückblicke in die eigene Vergangenheit und Kindheitstraumata, die aufgearbeitet wurden und sowas, ne? Das war schon auch nicht ohne. Ja. Ja. Werden wir dann sehen, wie sich es dann so einfügt in das Ganze. Fand ich auf jeden Fall jetzt, ich fand es kurios, dass sie das noch nicht irgendwie bei den Oscars irgendwie vielleicht gleich genutzt hätten, die Bühne. Ja. Hm. Aber da hat sie ja Yesterday gesungen gehabt. Hatten wir eigentlich schon mal über die Oscars geredet? Nee. Nein. Nicht, ne? Abgesehen davon, dass bei den In Memoriam die einen oder anderen gefehlt haben. Das stimmt, ja. Zum Beispiel Luke Perry. Ja, das war ja der große Aufreger. Aber ansonsten fand ich es ganz gut gelungen. Nee, ja, nee, da war doch noch dieser eine junge Schauspieler von Disney. Der ist doch auch gestorben und der war auch nicht dabei. Das war auch total... Ja. ansonsten fand ich es eine gelungene Show. Ich habe es mir dann in der Aufzeichnung angeschaut gehabt. Auch so roter Teppich fand ich diesmal cool gemacht. Das ist nicht mehr diese Fastlane und so weiter, sondern dass da wirklich auch einige dabei waren. Ja, aber gut, dann war es das mit dem Bereich News und Trailer, denn wir haben ja noch ein paar Serien, die wir letzte Woche mal ein bisschen links liegen gelassen haben aus Zeitgründen. Mhm. Eigentlich sind wir jetzt auch schon wieder über die Zeit, aber eben so nochmal liegen lassen. Ich halte mich kurz, versprochen. Serien. Ich habe nämlich zwei Serien auf Netflix angeguckt. Ich fange an mit der, die mir besser gefallen hat. Und zwar ist das eine norwegische Serie und die heißt Ragnarok. Bekannt? Kennt ihr schon den Namen? Kennt ihr? Ja, gab mal einen Thor-Film, der hieß Ragnarok. Und tatsächlich geht es auf die Mythologie Norwegens zurück, denn es geht um zwei Brüder, Magne und Lauritz. Der Lauritz erinnert mich tatsächlich an Loki. Das ist der Witz an der ganzen Serie gewesen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welchen Loki? Welchen Loki? Ja, welchen Loki? Thors Bruder Loki. Es gibt verschiedene Lokis. Chris weiß, was ich meine. Ich weiß. Also, ja, aber das Loki bevor ist cool. Genau. Die zwei ziehen zusammen mit ihrer Mutter in deren Heimatstadt Edda in Westnorwegen zurück. Die Stadt leidet unter der Erderwärmung und unter so einer Gletscherschmelze und auch unter, viele haben so leichte Vergiftungserscheinungen und auch die Tiere werden krank. Der Magne ist ein sehr ruhiger und gutmütiger junger Mann. Und der hilft einem Rollstuhlfahrer, dessen Elektrorollstuhl plötzlich nicht mehr geht und mitten auf der Straße stehen bleibt. Dem hilft er. Und dann kommt eine ältere Frau, die in ihm diese Gutmütigkeit erkennt und streicht ihm über die Stirn. Und plötzlich glühen seine Augen auf. Und mit dieser Aktion passieren plötzlich in Magne komische Dinge, denn er ist plötzlich sehr stark und sehr schnell und er braucht plötzlich seine Brille nicht mehr und er merkt immer mehr, dass in ihm Kräfte heranwachsen.
Und zu diesen Kräften gibt es ja meistens auch noch ein Gegenstück, denn für diese ganze Gletscherschmelze und diese Vergiftungserscheinungen ist eine Familie verantwortlich, die in dieser Stadt lebt, so die reichste Familie der Stadt. Und die sind auch nicht ganz ohne, denn auch die haben Kräfte. Und da kommen wir eben wieder zurück auf diese Mythologie in Westnorwegen oder Norwegen allgemein, dass eben Thor als Gott gegen die bösen Kräfte kämpfen muss. Und das eben in einer Jetztzeit, in der Realität, in keinem fiktiven Universum wie das Marvel-Universum, sondern in der Realität hier in Norwegen. Und das hat die Serie extrem interessant gemacht. Sie wird relativ ruhig erzählt, aber trotz allem ist sie mitreißend. Sie hat leider, was ich wirklich, wirklich schade finde, nur 6 Episoden. Ich hätte unglaublich gern mehr gesehen. Ich hätte gern mehr von dieser Entwicklung gesehen, von Magne und seinem Bruder, der auch mit dem Ganzen noch zu tun haben wird. Und ich hätte gern noch mehr von der Mythologie gehört. Aber ansonsten ist es eine sehr, sehr schöne Serie, sehr, sehr spannende fast schon Serie. Also sie ist nicht so actiongeladen oder so. Es ist eine norwegische, ruhige Serie. Aber mit einem Unterhaltungswert, dass du immer wissen willst, wie es weitergeht. Also du klickst automatisch die nächste Folge, weil du willst wissen, wie es weitergeht. Und das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich war, wie gesagt, sehr traurig, als die 6. Episode anfing und ich feststellte, das ist die letzte. Und deswegen hoffe ich sehr auf eine 2. Staffel, denn ich möchte mehr, noch mehr davon. Also kann mehr, ich absolut mehr empfehlen. Mehr Ragnarok. Mehr Ragnarok, mehr Magne. Mehr Magne und mehr Laurinz. Ja, das sind die 2. Die haben mich wirklich tatsächlich dann im Nachhinein doch sehr an Thor und Loki erinnert. Deswegen fand ich das sehr geil. Leute, merkt euch jetzt die Serie, da passt mein Musiktipp dazu. Nur so am Rande jetzt, an die Hörer jetzt, der später kommt. Ja. Ich habe noch eine 2. Serie geguckt, die auch gut ist, aber anders. Und zwar geht es hier, ist eine amerikanische Serie, oder nee, ich glaube sogar britisch, weiß ich gar nicht mehr genau. Geht es hier um... der Titel klingt sehr deutsch. Ja, der Titel heißt Ich schweige für dich. Im Original heißt die Serie The Stranger. Und das hätte man bitte auch beibehalten können. Wortwörtlich übersetzt. Total. Denn es geht um eine Fremde. Es geht um eine Familie, die von einer Fremden Besuch bekommt. Es geht um Adam Price und seine Familie. Eine Frau taucht auf beim Fußballturnier seines Sohnes und verrät ihm ein Geheimnis seiner Ehefrau. Einfach aus dem Nichts. Sie steht da, sagt mehrere Sachen und lässt ihn mit diesen Informationen stehen. Er wiederum glaubt dem Ganze erstmal nicht und versucht dann so ein bisschen zu recherchieren, was da wirklich dran ist. Und als sich das dann ganz dieses Geheimnis als wahr herausstellt, konfrontiert er seine Frau damit. Und einen Tag später ist seine Frau verschwunden. Vom Erdboden verschwunden. Keine Nachricht, nichts. Weg. Einfach weg. So. Und jetzt versucht natürlich Adam rauszufinden, wo ist seine Frau, wer ist diese Fremde und warum hat die ihm einfach dieses Geheimnis erzählt? Was war ihr Hintergrund? Und diese Fremde taucht dann auch tatsächlich noch 2-3 Mal mehr auf, denn sie hat noch mehr Geheimnisse, die sie anderen Leuten mitteilen möchte. Und wie diese anderen Leute mit Adam wieder zusammenhängen und was aus diesem ganzen Konstrukt an Geheimnissen, die sie da aufgebaut ausplaudert, wie das alles zusammenhängt, wo die Korrelation dazu ist, wird bis zum, ich glaube, bis fast zur letzten Folge der Serie nach und nach aufgebaut. Ich weiß. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Die ist wie bei Murmeltiertag, die erlebt den Tag immer wieder und weiß das alles. Nein. Nein. Das ist mir das Ende gespoilert, das ist das nicht. sie ist tatsächlich auch gut, die Serie. Ich fand sie spannend. Ich fand sie auch echt gut besetzt. Also ich fand die Schauspieler ziemlich gut. Sie hat mich jetzt nicht so gefesselt wie Ragnarok, aber auch diese Serie habe ich relativ schnell durchgehabt.
Hat, glaube ich, 9 oder 10 Episoden, ich weiß gar nicht mehr genau. Kann man angucken. Macht, es ist gut. Es beruht auf eines Buches. Und das Buch heißt The Stranger. Genau. Ja, kann man auch mal klicken. Gibt's auch, beide Serien gibt es auf Netflix. Die erste reizt mich schon, die zweite gar nicht. ja, aber so ist es halt. Aber die erste haben wir, glaube ich, auch, jetzt muss ich mal kurz gucken, im Aufnahmeplan irgendwie. Ich dachte, die stand da mit drin für Fortsetzung folgt. Nee, doch nicht. Ah, vielleicht nehme ich die da mit rein bei mir. Haha, genau. Okay, ich nehme sie mal rein, wenn ich dann dran bin mit aussuchen. Mach das. Wo gibt es die? Netflix, ne? Ja. Ragnarok. Ragnarok. Okay. Ah. Ja, Chris, für dich nur kurzes Feedback, weil irgendwie ist das jetzt rausgeflogen bei dir, dieses Mythic Quest. Habe ich jetzt tatsächlich mal die erste Folge großartig. Absolut. Na? Auf Apple Plus, ja. Warten wir noch drauf, bis du es durch hast. Können wir gern machen, ja. Aber das ist super. Super. Also so viele Meta. So ein bisschen wie Silicon Valley auch so vom Humor her. Und so. Einfach großartig, ne? Ja. Warte also, mal ab, weil die ganzen Probleme, wo da noch kommen. Ich sag nur Nazis und Penisse. Okay, ich ahne. Ich bin gerade bei der Schaufel. Penisse. Ah, herrlich. Ja. Ist eine großartige Serie. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr quasi mitgucken wollt und dann auch auf demselben Wissensstand wie wir sein wollt, wenn wir da mal drüber reden, guckt mal Mythic Quest auf Apple Plus. Also für alle, die so ein bisschen abgefahrenen Humor mögen, Nerd-Humor, das ist euer Ding. Okay, dann sind wir so weit durch mit den allgemeinen Themen, wenn ich das hier so richtig sehe. Dann begeben wir uns mal in unsere Musiktipps. I did not. Oh, hi Mark. Und ja, da fange ich heute gleich mal an, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe da ein passendes, weil Ragnarok ist ja Norwegen, hast du gesagt. Und aus Norwegen kommt auch eine Band. Es passiert wenige Male, dass ich gehe auf viele Konzerte, es passiert echt ganz, ganz selten, dass ich eine Vorband sehe, wo ich denke, wow, meistens denke ich so, oh, hoffentlich sind die schnell wieder runter von der Bühne, dass der Haupteck kommt oder so. Und bei der Band, die hatte ich damals gesehen, da waren die Vorgruppe von Moby und die Band heißt Royksopp oder Royksopp, ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, ich bin da nicht ganz so firm. Und da ich mir damals gleich von den CDs, ja, ich weiß, so Datenträgermedien gab es damals in den 90ern, habe ich mir damals gekauft und alles, ja. Und die haben auch ein sehr cooles Video zu diesem Song, den ich heute vorstelle, der heißt What Else Is There, der Song. Ein richtig cooles Video, coole Effekte drin, natürlich auch ein bisschen düster, ist halt norwegisch, ne? Ich meine, so richtig viel Sonne kriegen die da oben nicht ab. Und kann man sich durchaus mal anhören, habe ich auf der Playlist. So, wer von euch möchte als nächstes? Niemand? Okay. Dann muss ich zuweisen. Schon. Chris, du, auf geht's. Ja, Chris. Also. Okay. Ich habe überlegt, was ich diese Woche draufnehme. Habe dann gedacht, alles klar, weil ja Oscars waren, habe ich geschaut, was denn der als bester Song ausgezeichnet wurde, dann Oscar für den Song bekommen hat. Das ist aus dem Elton John Film, aus Rocketman. Und habe den Song dann aber nochmal angehört und gedacht, ah nee, und Elton John hatte auch schon bessere Songs wie das und bin dann irgendwie weitergerutscht und habe dann einen Song gehört von Elton John, der mich brutal an einen anderen Song erinnert hat, den ich sehr gerne höre und sehr gerne auch, der einfach ganz arg viele schöne Erinnerungen immer wieder weckt. Und das ist von Gary Portnoy, Where Everybody Knows Your Name. So von irgendeiner Fernsehserie, ne? Und jetzt bin ich gespannt, ja, deswegen einfach mal reinhören und ich bin mir relativ sicher, dass das bei dem einen oder anderen dann sofort Erinnerungen weckt. Gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man sich an diese Sache, was das für Erinnerungen weckt und was da für Erinnerungen bekommt. Seinfeld war es nicht, das war was anderes. Nein, aber Seinfeld war es nicht. Es war irgendwas in der Richtung, so. Ja. Also der Name und der Song. Lass es doch mal offen. Nein, ich rate ja nicht weiter, aber ich habe irgendwie den Song gerade im Ohr. Das, ja. Und Kate, was hast du so? Ich habe letzte Woche einen Song von Brücken vorgestellt und aufgrund dessen bin ich wieder über das ganze Album von Brücken gestolpert und natürlich dann auch von Jupiter Jones, was ja wo der Sänger vorher oder früher war. Und da gibt es ein Lied, das ich einfach, weiß ich nicht, ich liebe den Song, der ist einfach so schön und der heißt Zuckerwasser von Jupiter Jones. Hat man früher genommen, um die Haare hochzumachen. Genau. Geht's da um den Darum geht's auch in dem Song. Achso, tatsächlich. Okay. Ja. Unter anderem.
Unter anderem. Coole Sache. Das war noch, bevor richtig gutes Haargel gab. Ja, liebe Hörer, ihr könnt diese Spotify-Playlist mit diesen Perlen der Musikgeschichte, die wir für euch raussuchen, könnt ihr abonnieren, indem ihr bei Spotify einfach mal nach Kinocast Songs sucht. Also es gibt Kinocast, da könnt ihr den Podcast hören, und Kinocast Songs. Und wenn ihr das auf Spotify hört, dann spricht da gar nichts dagegen, die anderen auch noch zu abonnieren, die andere Playlist. Und dann kriegt ihr eine bunte Mischung, ja. Und ich habe auch schon mal überlegt, wie es ist, wenn wir mal vielleicht einen Gast in der Sendung haben. Er oder sie darf dann ruhig auch mal einen Song auswählen. Vielleicht können wir ja auch, wenn uns irgendjemand was ganz Cooles empfiehlt, so als über Twitter zum Beispiel, @Kinocast oder so, wenn mal jemand einen richtig coolen Song, ey, packt den mal auf eure Playlist oder so, oder der passt irgendwie wegen dem und dem Film, deswegen mag ich diesen oder jenen Song, dann schreibt einfach mal auf Twitter @Kinocast oder an einen von den anderen beiden. Die Kontaktdaten findet ihr ja immer in den Beiträgen. Und dann packen wir eventuell vielleicht mal einen Zusatzsong von einem Hörer oder Hörerin mit drauf. Mal schauen. Wir hatten tatsächlich auch noch Kommentare gehabt zur letzten Sendung. Jetzt muss ich aber ganz kurz mal schauen. Also ich habe auf jeden Fall über Twitter, da hat nämlich der Max geschrieben gehabt, ein lustiger Montag dank erheiternden Lachens, speziell vom Gender-Beitrag beim Kult-PES-Jahresrückblick und schlimmsten Wortspiel, Begrüßung und Verabschiedung und beim aktuellen Kinocast bei Jay and Silent Bob neigt sich langsam dem Ende entgegen. Also er hat da ein volles Programm anscheinend am Montag immer, was er sich da runterlädt, und dann weiß ich gar nicht, wie er das macht, aber so einen langen Weg zur Arbeit hat der Max, oder aber auf der Arbeit hört manchmal Podcasts oder in der Pause oder auf meinem Weg. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nett. Also ihm hat offensichtlich speziell das Jay and Silent Bob Ding von uns ganz gut gefallen, die Vorstellung. Wie gesagt, man kann sich die Disc tatsächlich schon kaufen. In Deutschland habe ich übrigens eine Mail vom Filmverleiher oder hier von der, ich weiß nicht, wer das war hier irgendwie. Ja, Jay and Silent Bob im Titel, im Betreff. Dachte ich, okay, was wollen die jetzt? Steht drin, ja, in Deutschland erscheint er irgendwie Mitte April auf Blu-ray. Ja. Und habe ich gedacht, euch zeige ich eine lange Nase, ey. Könnt mich mal. Ich habe ihn schon hier. Kann man aus UK bestellen. Auch. Trotz Brexit. Ha. Oder aus Frankreich. Jawohl. Und ist wahrscheinlich sogar dieselbe Disc. Die werden ja wohl kaum nochmal eine extra Disc nur für Deutschland machen. Das glaube ich nicht. Der Sören hat auch noch geschrieben. An die Kate hauptsächlich mit. Ich meine, mein Name gehört Sam. Bin aber schon gespannt auf die Folge. Ah nee, Quatsch, das war's gar nicht. Irgendwie ging es um das Spoilern Picard. Bei Picard, genau. Habt ihr mich? Aber ich habe ihn nicht gespoilert. Nee, wir haben nicht gespoilert. Nein, wir haben nur gesagt, dass das Ende der Folge hammergeil ist. Ich habe auch so sehen gespoilert. Also bitte alle, die Picard noch nicht auf dem aktuellen Stand sind, lest mal meinen Twitter-Feed nicht. Ich habe was retweetet, ein bisschen aus Versehen. Wo wirklich eine Szene aus dem Ende, da ist mir eingefallen, ach scheiße, das haben vielleicht manche noch nicht gesehen. Deswegen... Wer jetzt die aktuelle Folge noch nicht zu Ende geguckt hat, vielleicht mal noch nicht meinen Twitter-Feed angucken, da ist so ein animiertes Gift. Aktuelle schon, echt? Du hast von der auch schon was? Vom Freitag. Ja, ich sehe deinen Tweet, ja. Aha. Ja, sollte man nicht machen, Erik. Ja. nicht so kurz nachdem die Folge rauskommt. Ich habe das gestern oder wann getweetet? Aber es sind doch nicht alle so verrückt wie wir und können direkt einen Tag später das schon angucken. Es war ein Retweet, das heißt, ich war nicht der Original. Außerdem hast du es gerade geliked, also von daher. Ja, natürlich. Kannst du es ja auch nochmal retweeten. Unbedingt, warte. Außerdem hat selbst die Schauspielerin, nee, da, ja, ja doch. So. Der Schauspieler, die Schauspielerin. Der Schauspieler, das Schauspieler hat, es hat selbst auf ihrem eigenen Kanal schon vor 2 Tagen veröffentlicht. Ja. Ich glaube, dass man es sogar im Trailer der Serie schon gesehen hat. Um Himmels Willen. Naja. Ich glaube. Auf jeden Fall fand ich das auch wieder sehr cool. Also irgendwie wird Picard für mich so eine Art 24, was das Thema Cliffhanger angeht. Das ist jedes Mal so, what? Und dann, bam, Ende, scheiße, jetzt muss ich... Wie damals bei 24. Ja, ich hab das bei Twitter jetzt auch gelesen. Warum müssen die Folgen von Picard immer so schnell zu Ende sein? Ja, die müssen nicht schnell zu Ende sein. Die müssen noch nicht mit so einem riesen Cliffhanger enden und dann eine Woche warten. Ich bin einfach der Meinung, die müssen einfach ungefähr 40 Episoden auf einmal rauslassen.
Ja, es ist vielleicht auch gerade ganz gut. Also könntest du ja, aber es gibt doch nur 8. Ja, eben. Also erstens gibt es nur 8 und zweitens kommt immer nur eine pro Woche. Ich wäre damit zufrieden, wenn sie ungefähr 40 auf einmal veröffentlichen. Dann hätte ich ein bisschen was zu tun. Das schafft doch kein Mensch. Du hast Wochenende mal gerettet, ne? Ja. Schafft doch kein Mensch. Das Familienleben kommt zum Erliegen hier. Und welches Familienleben? Ich habe nur einen Hund und einen Freund. Das reicht. Zwischendrin muss ich kochen. Ah ja. Nee, und ich habe gerade mal geguckt. Also auf unserem Blog hatten wir, Entschuldigung, keine Kommentare. Warum ist jetzt eigentlich da ein falscher Film verlinkt, sehe ich gerade hier. Da haben die irgendwas geändert. Ah, das werde ich nachher fixen. Jo, Limbo hatten wir letzte Woche. Gab es irgendwie keine Kommentare auch zu diesen zusätzlichen Sachen. Auch Jay und Silent Bob irgendwie. Also bis auf das auf Twitter. Ja, schreibt, lasst Kommentare da, kinocast.net. Ihr habt ja jede Menge Material heute bekommen. War ja einiges dabei, verschiedenste Filme besprochen, verschiedenste Serien. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt, eine gute Woche habt und gute Filme seht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Viel Spaß morgen dann. 20 Jahre Sneak. Dokumentiert das ein bisschen. Vielleicht ein paar Fotos, die man dann auch hier irgendwie vielleicht live mal auf Insta. Na, live, das ist ja dann weg. Aber mach vielleicht ein paar Fotos, die man dann hier irgendwie im Beitrag mit reinnehmen können oder so. Ja. Das wäre cool. Okay. Dann tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.